Gerockt, gerappt, getanzt wird immer noch. Viele der 60.000 Deichbrand-Fans toben sich aber nicht nur bei den Konzerten aus. Am Festivalmorgen gehört den Möwen der Platz vor den Bühnen. Auf dem Campingplatz starten viele gemütlich in den Tag. Ganz anders Tabea aus Mönchengladbach. Die 26-Jährige will beim 9-Kilometer-Lauf über das Festivalgelände mitmachen. Heute tatsächlich mehr Vergnügen. Ich habe total viel Energie, keine Ahnung, die Sonne scheint, ich habe richtig Bock. Ja. Aber das kommt sehr selten vor, um die Uhrzeit bei mir, ja. Die Idee zum Deichbrand Run Club hatte Lukas Nöhring aus Hamburg. Sonst bietet er Sightseeing-Läufe durch Städte wie Hannover und Lüneburg an. Es soll natürlich am Morgen ein kleiner Booster sein für den anstehenden Tag, dass man wieder frisch wird nach der langen Partynacht. Mehr als 40 Läuferinnen und Läufer haben den inneren Schweinehund besiegt. Der Support an der Strecke ist einfach überwältigend. Das ist wie beim Marathon fast. Also sehr viel wird gejubelt und da achtet man auf sich gegenseitig. So. Ein Lauf bei fast 30 Grad. Tabea will es da nicht übertreiben. Anstrengend und viel zu warm. Ja, wir wussten ja schon, dass es warm wird. Aber 9 Kilometer haben wir dann gesagt, machen wir nicht. Wir machen eine kleine Runde. Und hat gut getan. Ja. In 2 Kilometern Luftlinie werden weniger die Muskeln, dafür große Maschinen bewegt. Die Freundinnen Maja und Sarah testen, ob Bagger und Raupen eine Alternative zum Studium sind. In einer Sandgrube neben dem Festival haben zwei Unternehmen die Action World eingerichtet. Einfach noch eine Attraktion mehr anbieten, ne? So dass wir uns von den anderen so ein bisschen absetzen und einfach, dass wir die Gäste hier bei Laune halten. Maja wagt sich gleich auf den 25-Tonnen-Bagger. Dann kannst du wieder auf der linken Wippe um. Soll ich den einfach fallen lassen, hoffen? Nee, das geht so eigentlich ganz gut tatsächlich. Wenn du jetzt den Greifer noch mal ein Stück drehst, auf der linken Wippe um. Stopp. Ach so. Mit Tipps von Birger klappt das Baumstämme stapeln schon nach ein paar Versuchen. Langsam wieder ab. Gut. Das ist tatsächlich voll schwer, weil das ruckelt. Man merkt, dass sich alles bewegt, was du bewegst. Aber es ist ein cooles Gefühl, weil man hat echt viel Kraft, die man bewegt. 20 Euro kostet die Stunde auf Raupe oder Bagger. Kannst du einfach rollen lassen. Ich bin aber trotzdem auf der Bremse. Ja, ja, okay. Wir schieben wieder. Nach vorne. Runter. Genau. Jetzt Gas geben. Ich glaube einfach nur die Koordination. Also sonst ist es ein bisschen wie Autofahren, aber es passiert so viel. Aber man muss die Angst nur ein bisschen zurücklassen und dann geht's. Sand gibt es auch auf dem Festivalgelände. Die Nordseehallbad Cuxhaven GmbH lockt die Besucher mit Beachvolleyball und Infos aus dem Leuchtturm. Die jungen Leute fragen tatsächlich viel, wo komme ich hin zu meinem Camp, wo ist die Safebox? Wie komme ich zum Strand? Also auch wirklich die Frage nach diesen Pendelbussen, die angeboten werden vom Deichbrand, weil sie halt einfach auch mal Tag am Strand verbringen wollen. Bennett aus Berlin freut sich über die extra Angebote aus der Region. Es gibt auch viele Künstler, die mich persönlich nicht interessieren. Und dann kann ich einfach mal Bagger fahren gehen oder im Pool springen. Am heißesten Tag seit langem keine schlechte Idee.